Immer mehr Waren werden quer durch Europa transportiert, vor allem auf der Straße. Immer mehr Lkw verstopfen die europäischen Fernstraßen und Autobahnen. Dabei gibt es Möglichkeiten, die Straßen und die Umwelt zu entlasten. Im sogenannten kombinierten Verkehr werden nur Teile der Transportstrecke auf der Straße zurückgelegt und große Teile auf der Schiene. In den Terminals wechseln zurzeit vor allem Container und Wechselbrücken per Kran das Transportmittel. Vom Lkw auf die umweltfreundlichere Bahn. Das Problem? Über 60% aller Lkw auf der Straße fahren mit Sattelauflegern. Davon können 98% nicht mit dem Kran auf die Bahn verladen werden. Lediglich 2% sind technisch so umgerüstet worden, dass sie auf die Schiene umgeschlagen werden können. Der Umbau kostet jedoch mehrere tausend Euro und geht zu Lasten der Ladekapazität. Was aber ist mit den anderen 98% der Sattelauflieger? Wie kann man sie ohne aufwendigen Umbau auf die Schiene bringen? Diese Frage stellten sich Ende der 90er Jahre die Ingenieure Hans-Jürgen Weidemann und Michael Bayer und entwickelten den Cargo Beamer. Dieses System hat das Potenzial, den Güterverkehr zu revolutionieren. Das Prinzip des Cargo Beamer ist denkbar einfach. Statt wie bisher umgebaute Sattelauflieger mit dem Kran nach oben anzuheben und einzeln auf den Güterzug zu verladen, werden künftig Sattelauflieger ohne Umbau seitwärts und gleichzeitig auf den Güterzug geschoben, wie hier im Werksterminal in Leipzig. Und so funktioniert der Umschlag. Der Lkw kommt im Cargo Beamer Terminal an. Dort parkt er den Sattelauflieger in dem bereitstehenden Waggonaufsatz, eine Art Wanne, die später zusammen mit der Fracht auf den Eisenbahnwaggon bewegt und mit diesem verbunden wird. Der Lkw kann das Terminal sofort wieder verlassen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Zug noch nicht da. Lkw und Zug müssen nicht aufeinander warten. Der eingefahrene Zug kann gleichzeitig be- und entladen werden. Dieser Vorgang dauert für den kompletten Zug gerade mal 15 Minuten. Das ist weniger als ein Zehntel der Zeit, die der Umschlag mit dem Kran dauern würde. Es gibt also keine Wartezeiten für die Lkw und nur sehr kurze Standzeiten für den Zug. Weitere Vorteile: Der Umschlag funktioniert auch auf elektrifizierten Strecken unter der Oberleitung und ein Cargo Beamer Terminal benötigt deutlich weniger Platz als ein herkömmliches Terminal. Für den Spediteur bedeutet der Cargo Beamer vor allem weniger Kosten. Gegenüber dem reinen Straßentransport senkt der Cargo Beamer die Kosten pro Transporteinheit um mehr als 10%. Die Europäische Kommission unterstützt den Cargo Beamer. Mit Mitteln aus dem Programm Marco Polo II fördert sie das Projekt Efficient Semi-Trailer Transport on Rail Baltica, kurz ESTRAP. Das Projekt erprobt die Cargo Beamer Technologie und führt sie in den Markt ein. Ausgehend von Leipzig soll das Cargo Beamer System auf einer Ost-West-Route zwischen Holland und den baltischen Staaten betrieben werden. Denn der Cargo Beamer löst auch das Problem der unterschiedlichen Spurweiten. In Osteuropa ist die Schienenspur breiter als in Westeuropa. An der Grenze ist also ein zusätzlicher Umladevorgang nötig, ein Wettbewerbsnachteil der Schiene gegenüber dem Straßengüterverkehr. Der Cargo Beamer verkürzt diesen Umladevorgang, der in der Regel 2 bis 3 Tage dauert, auf weniger als eine Stunde. In dem ESTRAP-Projekt arbeitet die Cargo Beamer AG aus Sachsen mit den Logistikunternehmen Deutsche Bahn Schenker Rail und der Achema-Gruppe zusammen, dem größten Transportunternehmen in Litauen. Bis 2014 soll das Projekt mehr als 700 Millionen Tonnenkilometer auf die Schiene verlagern. Die Vision der Cargo Beamer AG geht allerdings viel weiter. Ein Netz von etwa 70 Cargo Beamer Terminals soll entstehen und über 200 Cargo-Beamer-Züge sollen europaweit eingesetzt werden. Mit dem Cargo-Beamer beginnt eine Revolution im Güterverkehr. Zugunsten der Umwelt und der Wirtschaft und für eine freiere Autobahn.